Bei mir? Auf mich. Auf dich, okay. Herr Landtagsabgeordneter, die Wahl ist geschlagen. Wie ist das erste Gefühl nach diesem Ergebnis, das ja auf der anderen Seite sehr gut ist, muss man sagen, weil es einen großen Gegenwind gegeben hat, aber wie ist Ihr Gesamteindruck nach dieser Wahl? Also ich nehme aus der Wahl sehr viele positive Begegnungen mit. Es war wirklich angenehm, mit den Leuten zusammenzukommen und viele Gespräche zu führen, das hat mich gefreut. Aber natürlich schmerzt es, wenn wir wissen, dass das dritte Mandat knapp verfehlt wurde und es somit jetzt den Kopf an Kopf einen zwischen Kollegen Bum und mir gibt. Was heißt das jetzt auf Deutsch? Natürlich schmerzt es, dass ein Mandat verloren geht, aber die politische Arbeit geht weiter. Ich glaube, das ist eigentlich das Wichtigste. Ja, die politische Arbeit geht weiter. Die Frage ist natürlich für mich, in welchem Umfang geht sie weiter und mit welchen Zugängen geht sie weiter. Bin ich im Landtag vertreten, kann ich sicher für die Region noch bei weitem effizienter arbeiten als ohne Landtagsmandat. Und das ist die spannende Frage, die sich jetzt stellt. Ich bedanke mich. Bitte, gerne.